Frage. 1, 2, 3, 4. Auf der nächsten Seite wieder. Ja. Und man soll versuchen, so lang hin und so lang klingen zu lassen, bis der nächste Ton erklingt. Zum Beispiel so. Dadurch bekommt man ein Legato-Spiel. Ja, also sehr fließend. Wie gesagt, der Haken ist, dass Mittel- und Ringfinger tatsächlich liegen bleiben sollen. Ja? Und dann drehe ich das Ganze um. Hier bleibt der Zeige- und kleine Finger liegen. Dafür spiele ich jetzt mit dem Mittel- und Ringfinger weiter. Einmal mit der rechten Hand den Ton G an, Rest ist Hammer On. Ja? Hier auf der nächsten Seite auch wieder, zweite Lage. Ja? Hammer On. Anspielen, Hammer On. Anspielen, Hammer On. Anspielen, Hammer On. Dann spielen wir den Ton mit dem Ringfinger an, das ist der Ton A, und dann leicht nach unten ziehen. Also man zupft in Wirklichkeit mit der linken Hand an. Ja. Nächste Lage. Anspielen. Pull off. Anspielen. Pull off. Dann klingt das so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Dann gehe ich diatonisch, mixolydisch denke ich jetzt, ja? Abwärts. Ja? Das klingt dann so. Wollen wir zerlegen. Das klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. Etwas schneller. 1 und 2 und 3 und 4. Und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und ich höre auf dem Ton A auf, was natürlich die Dur-Tets von F major 7 ist. Ja? Zum Improvisieren. Ja? Und die fünfte Version ist die Moll-Pentatonik, auch die parallele Molltonart von G-Dur, die beliebteste Skala aller Gitarristen. Musik.
dann zum Beispiel alle meine Entlein schwimmen auf dem See mit Akkorde spielen, ja? Wollen wir zuerst einmal natürlich in der ersten Lage die Töne kennenlernen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man Zeigefinger am ersten Bund, Mittelfinger am zweiten und Ringfinger am dritten Bund lässt. Mehr Finger brauchen wir vorerst einmal gar nicht, weil wir nur Töne in der C-Dur-Tonleiter spielen. Das heißt, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G. Und das Ganze mal auch abgeht, also G, F, E, D, C, H, G, F, E, D, C, H, G, F, E. Achtel, Sechzehntel, down, down, up. Achtelnoten spiele ich immer mit Downstrokes. Down, 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 down. Offener G, down, down, up, down, down, up, down, 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 down. Wieder Achtel, Sechzehntel, Achtel, Sechzehntel, Achtel. Ganze bei Tempo 60 schaut dann so aus. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Thank you.
Mhm.